Wird er denn kommen? Der Kapitän Fabian van Olfen. Da geht er rum durchs Bild. MDR Sachsen-Anhalt, das Radio Vivier in Zusammenarbeit mit dem SCM nach den Heimspielen hier in der GTEC Arena. Der legendäre Fan-Talk. Heute mit dem Kapitän. Leider verletzt, war heute nicht bei dem Sieg mit 13 Toren Vorsprung mit dabei. Aber trotzdem, Siegerbier steht hier. Darfst du? Willst du? Klar. Eine Lust, trink. Ich habe auch schon einen Schluck. Was war in der Halle, also in der Kabine gerade los? Was hat Benno gesagt? Wir haben heute in der Abwehr sehr kompakt gestanden, haben auf alles eine Antwort gehabt, sowohl vorne als hinten, und 5 bis 7 Fehlwürfe gehabt, und das, denke ich, auch hat den Unterschied ausgemacht zwischen die letzte Woche. Du siehst jetzt gar nicht so aus, als würdest du dich freuen, als hätten wir gerade den Sieg eingefahren, den wir jetzt seit Saisonbeginn uns eigentlich mal gewünscht haben hier in der Halle. Ja, ich freue mich riesig. Also es war natürlich zum Ende des Spiels verliert so ein bisschen Spannung, ja, aber ich denke, das war sehr wichtig für uns, dass wir das Spiel über 60 Minuten konstant über die Bühne gezogen haben, und das war für uns Selbstvertrauen sehr wichtig. Ich hoffe, dass wir das ja auch mitnehmen in die nächste Woche. Du bist ja schon eine Weile verletzt. Wie ist das mit deinem Einfluss auf die Mannschaft? Redest du dann trotzdem noch genauso intensiv vor und nach den Spielen oder sowas, oder ziehst du dich dann ein bisschen zurück und lässt das dann den Micha Haas machen? Ich ziehe mich da ein bisschen zurück. Also ich denke, Hassan ist dann im Moment der Kapitän, und der soll dann auch die Verantwortung übernehmen, und versuche außerhalb so viel wie möglich positive Einflüsse auszuüben. Mir ist zugeflüstert worden, ist wirklich kein Witz. Mehrere Leute haben gesagt, soll ich nach deiner Nase fragen? Ist das schon die neue oder ist das? Nee, das ist noch nicht die neue, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich nochmal. Leider lebt er nicht mehr, sonst hätte ich Michael Jackson um Rat gefragt, aber. Den hätte ich, also wenn es einen gibt, den man nicht fragen soll, wenn es um Nasen-OPs geht, dann Michael Jackson, weil die ist ja zum Schluss abgefallen. Also ich meine, bei allem, was der King of Pop für uns gemacht hat, aber das hat man sich ja erzählt. Ja, dann hätte ich wenigstens gewusst, wo ich nicht hingehe, so, ja? Also jetzt aber mal ohne Quatsch, ich wollte jetzt eigentlich einen kleinen Witz machen, aber denkst du wirklich über eine Schönheits-OP nach, lieber Fabian? Oh, die Damen sagen. Ja, ich muss mal gucken, warum nicht? Ne? Also. Und welcher Filmstar wär's denn, wem du nacheifern wollen würdest? Ich finde deine Nase auch schön. Und das mit Recht. Wie sieht's sonst aus in der Truppe? Also ich meine, es sind viele, viele Spiele am Stück. Schon am Sonntag ist wieder das nächste. Machen sich so langsam Ermüdungserscheinungen bereit, oder habt ihr da einen guten Rhythmus gefunden? Wie hast du das beobachtet? Es ist natürlich klar, dass es schwer ist, jeder dritte, vierte Tag zu spielen, aber das gehört nun mal dazu. Wir müssen uns einfach gut regenerieren nach den Spielen. Benno steuert die Trainingintensität auch sehr gut, sodass die Spieler halt im Training auch nicht überbelastet werden, sodass wir jeweils am Spieltag immer fit sind. Letztendlich ist es so, man lebt als Handballprofi, um Spiele zu bestreiten. Deswegen denke ich, dass man sich darüber freuen muss. Spiele ist das Schönste, was es gibt, und deswegen sehe ich da kein Problem. Du hast den Trainer Bennett Wiegert erwähnt, das war der erste Bundesligasieg, den er ihm schenken konnte sozusagen. Man hat auch ganz deutlich gesehen, welche Spielzüge er angesagt hat. Wenn die geklappt haben, hat er richtig gejubelt. Und selbst wenn es ein Tor gab und es war nicht der Spielzug, den er wollte, da gab es schon böse Worte. Ist das so? Vielleicht kannst du es noch ein bisschen besser beschreiben, wie er da unterwegs ist. Ja, es ist, ist nicht einfach für einen Trainer. Benno ist auch ein sehr emotionaler Trainer, der viele Emotionen mitbringt. Und ich denke, er sagt schon das Richtige, er tut das Richtige, und hoffe, dass wir einfach so weitermachen. Übrigens war es auch Jens Schöngarts erster Bundesliga-Sieg dieses Jahr. Stimmt, Jens Schöngart hat behauptet, wenn gegen seinen alten Verein der Sieg heute fällt, soll ich für ihn singen, aber das kann er vergessen. Ich habe nur gesagt, wenn er hier hochkommt. Was soll ich denn für ein Lied für Jens Schöngart singen? Also was soll denn das sein, Jens Schöngart? Wir haben ein schönes Bild übrigens vorm Spiel gemacht, da sieht er ganz groß, lang und dünn aus, aber richtig dicke Arme hat er nicht, oder? Hast du schon mal Krafttraining bei Jens Schöngart gesehen? Ah, da ist schon was drauf. Aber es sind nur die Arme. Wann ist denn mit deiner Rückkehr, mit deinem Comeback zu rechnen? Die Ärzte sagen 4 bis 6 Wochen, bis der Bruch komplett verheilt ist. Ich muss sehen. Ich hätte heute mitspielen können, kriegst du wieder einen auf die Nase, fängst du wieder von vorne an. Deswegen muss man langsam schauen, vielleicht nochmal röntgen lassen, mal gucken, wie es aussieht. Geht man ein bestimmtes Risiko ein oder nicht? Deswegen steht es noch ein bisschen in der Stern. Wie behandelt man eigentlich kriegst du so eine Massage an der Nase? Und wenn ja, wer macht das? das Einzige, was ich so ein bisschen machen kann, ist mobilisieren und Lymphdrainage. Aber gut, das brauche ich jetzt nicht mehr wirklich, weil das hat mehr dazu
dient die Schwellung zurückzubilden. Ja, sonst eigentlich wenig. Also wenn auch immer noch Schwellungen da sind, sie sind an der richtigen Stelle. Deine Nase sieht toll aus. Lass dir die nicht um. Also, das war der Kapitän Fabian van Olffen. Mehr gibt es eigentlich gar nicht heute zu sagen, außer dass wir euch viel Glück wünschen. Dann am Sonnabend hoffentlich ganz viele Leute auch hier in der Halle sind. Heute war es ein bisschen ruhiger. Nicht, dass sie wahrscheinlich genauso viel gegeben haben wie sonst auch hier als Zuschauer. Aber ich glaube, am Sonnabend brauchen wir dann, wenn es dann im EHF-Pokal hier geht, um das nächste Heimspiel und um den nächsten Heimsieg, da brauchen wir richtig Alarm. Wenn Sie noch jemanden kennen, sagen Sie Bescheid. Ich nehme mal an, du würdest dich auch freuen, wenn es dann richtig voll wird. Und ansonsten vielen Dank, Fabian. Autogramme, hier noch mit der alten Nase, um es jetzt noch komplett zu machen. Holen Sie sich ein Autogramm oder aber auch Fotos. Morgen früh MDR Sachsen-Anhalt, das Radio wie wir. Ansonsten vielen Dank, Fabian, sportfrei und nur der SCM. Soll ich das Bier da lassen? Ja, die haben wir nicht so nett.